Recht herzlich willkommen zur 180. Folge von Towns. Ja, wir sind unterwegs. Letztes Mal haben wir die Mauer angeguckt, haben noch irgendwo eine Dingens gebaut, sag schon, eine Treppe gebaut. Und hier bauen wir weiter ab, weil der Händler, ist er noch da oder ist er schon weg? Ne, er ist noch da, der kriegt noch ein bisschen Dreck. Dann ist er auch schon durch. Ja, hier könnte man gucken, ob man da nicht irgendwelche Erdreiche da reinmacht. Wo kriegt man Dirt weg? Other? Gibt's hier Dirt? Das ist die nächste Frage. Ja, schon wieder weg, ne? Gibt es Dirt? Gute Frage, ne? Ne, glaube ich nicht. Dekomäßig, ne? Dann nehmen wir Stein, ne? Bauen wir ein paar Steine rein. Zack. Nur die Frage, ob das geht, das weiß ich nämlich nicht. Wir haben es erstmal ausgewählt. Mal schauen, wann da der erste Stein da vielleicht hingemacht wird. Ist die Frage, ob es überhaupt geht. Dann haben wir es nämlich weg. Wir brauchen ja nicht. Die laufen immer hier rum. Seht ihr, ne? Wasser, das ist voll die Barriere. Okay, Nachteil ist das auch nicht, ne? Das wäre schon nicht schlecht. Wenn man Wassergraben hat, ne? Dann kommt da keiner und läuft da rum. Ach, Steine kommen von oben, ne? So war das. Ah, da läuft auch schon einer mit dem Stein. Dann sehen wir mal, ob der zu uns kommt. Ne, der läuft woanders hin. Der läuft da unten zur Mauer. Ah, hier sind gar keine Steine, ne? Die Frage, wo die beiden hin? Auch zur Mauer, ne? Ja, genau. Na, dann müssen wir mal gucken, wo die die Steine holen, ne? Hier haben wir noch Anbaumöglichkeiten. Angedeutet schon. Ja. Würde ich jetzt mal sagen, lass das so. Ah, guck mal, ist alles abgebaut. Hier ist alles gut. Ah ja, hier im Keller kann man jetzt wieder gehen, weil wir das abgebaut haben. Abgebaut auf Deutsch gesagt. Die entfernt, die Geister und wer sie alle sind. Hier ist offen, da ist noch Human Remains. Menschliche Überreste. Ja. Steine sind hier noch genug, ne? Geht noch was. Kann sein, dass das Spiel in Pause gerade ist. Ich glaube ja, ne? Just in dem Moment, wo ich da unten war, kamen hier diese hier. Aber die sollen uns auch nicht so... Ah, da können wir ein bisschen gucken, wo die... Ah, die laufen durchs Haupttor, ne? Weil das da gerade in der Nähe sein wird. Nur dann kann man gucken, ob die auch woanders langlaufen, ne? Die Hobgoblins sind das, glaube ich, und das hier sind... Ne, das sind die Hobgoblins. Das sind die Goblins, okay. Ja, lass mal laufen dann. Und dann können wir mal gucken, ob unsere Mauer da schon intakt ist oder nicht, ne? Na? Na? Dann geht die Tour los. Kann ja nicht mehr lange dauern, oder? Ja, was denn jetzt? Hallo? Jetzt ist Attacke angesagt. So, gucken, aber da können sie durch, dooferweise. Ja, sie kommen, die Spinnen sind voran. Das Hauptburg geht hier durchs Tor. Da hinten geht es auch noch durch. Okay, alles klar, da brauchen wir nicht reden. Es gibt noch genügend Stellen, wo sie lang können. Und dann müssen wir gucken, wo werden sie geschlagen? Das ist die Frage, ne? Oh, hier sieht es gerade nicht gut aus, glaube ich. Er wird da wahrscheinlich drauf gehen, oder? Oder? Auch nicht. Ich glaube, der macht sie alle kaputt, ne? Wow, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Läuft noch dem hinterher. Mit einem Stein in der Hand und haut den auch noch einer über, oder wie? Ja, jetzt kann er nicht weg und jetzt kriegt er noch einen. Du glaubst es nicht, oder? Ja, unsere Recken sind gut ausgestattet wohl. Wie sieht's denn aus? Okay, da haben wir noch drei in diesem. Da müssen wir dann nochmal gucken. 19, 6. Da kann ruhig einer zu den Bergmännern. Da sind jetzt 7, 17. Holzfäller.
Ja, einer zu den Trägern auf jeden Fall. Und Holzfäller 5. Ja, komm, zack, Holzfäller 6. Dann haben wir das auch erledigt. Wie sieht's mit der Happiness hier aus? 69, kommen auch bald wieder welche. Ja, schon durch, ne, das Ding, ne? Jetzt gucken wir mal schnell, ob die einen Stein da reingeschmissen haben. Nö, haben sie nicht. Ist jetzt die Frage, hatten wir 3 oder hatten wir 4? Weiß ich nicht. Ja, gute Frage, ne? Ja, werden wir jetzt nicht erfahren, ob es 3 oder 4 waren, ne? Also 3 können wir jetzt schon mal merken. Da geht einer mit dem Stein los, aber der sieht schon so nach Abbiegen aus, oder? Ja. Und da läuft einer nach da oben. Okay, da gibt es wohl auch noch Bedarf, Mauer zu setzen. Okay, wenn der da lang läuft, dann war das ja schon ein gutes Zeichen, dass man da nirgendwo anders lang kann, oder? Da ist nichts passiert. Okay, da werden zwei ja wieder engagiert. Ah, die haben aus dem Keller Nachschub geholt. Das ist schon mal gut. Und die beiden laufen auch da lang. Der wird auch da lang laufen. Der hatte schon den Spurwechsel da, ne? Was war denn das jetzt hier? Kniefall gemacht da oder was? Oder rutscht man hier aus? Blue Gale Road. Pass mal auf, seht ihr das? Der setzt einmal ab oder was? Sehr eigenartig. Ah, da läuft ein Stein in die andere Richtung. Das bedeutet, er macht das hier hin, kann er sein. Und versunken. Alles klar, das funktioniert nicht wirklich, ne? Oder es funktioniert und der fällt sehr, sehr tief. Ja, da müsste man mal gucken, ne, ob da nicht noch ein Stein mehr rein muss dann. Probieren geht über Studieren oder wie war das? Zack. Aber ich glaube, die verschwinden dann, ne? Add, remove, loot. Oh, da ist jetzt was hingekommen. Da steht aber auch Remove Loot. Das geht aber nicht, ne? Close Menü. Spiel in Pause wegen Angriff. Nächster Angriff. Ah, okay, das war jetzt nicht der Rede wert. Was passiert mit dem Wasser? Das steht da. Und? Bleibt das stehen oder kippt das um? Na, jetzt kippt's um. Okay. Ist die Frage, ob sie es noch verteilt, ne? Ja, da ist jetzt auch einer runtergefallen. Ja, nee, da werden die versenkt und es passiert nichts. Das ist das Entscheidende, ne? Gut, da kann man nichts machen. Und da kommen gerade die Diebe. Mach da mal dick hin, dann läuft das Wasser vielleicht da rein. Guckt jetzt schon, das da kann er. Oh, super, naja, egal. Versenken das jetzt. Jetzt kommt noch ein Händler zu Besuch. Können wir aber weiterlaufen lassen. Ja, jetzt läuft das Wasser da rein, will ich hoffen. Nicht wirklich, ne? Machen wir nochmal einen Dick. Dick war da, ne? Geht nicht dicken. Da ist auch dick. Hat er gemacht? Macht er. Ja, aber jetzt funktioniert das. Okay, dann geht das mit dem Wasser auch dahin. Jo, gut, dann sieht es jetzt auch besser wieder aus, ne? Jetzt die Frage, ob wir hier nicht auch noch eindicken und gucken, wie es dann. Jetzt ist der Händler da. Der bringt Essen mit. Sehr schön. Was hat er denn noch Spezielles dabei? Was hier unten ganz am Ende? Nö, gebraten ist klar. Was will er denn haben? Anderes.
fünf davon kriegt er. Und der Rest ist nicht da. Und Apple Pie machen wir weg, den will ich nicht, weil den können wir selber machen. Ich hätte gern was, was wir nicht selber machen können. Mountain Stew. Cooked Fish. Okay. Was ist das? Banane? Banana? Snow Cherry haben wir hier nicht. Die kaufen wir doch erstmal. Kaktusfrüchte haben wir. Raw Food Barrel. Aber wo ich gerade den Fisch sehe, wir können da, wo wir gerade gebuddelt haben, auch einen Angelstuhl hinstellen. Ne? Dann können die da ein bisschen angeln gehen. Ja komm, dann nehmen wir hier noch den dazu und dann ist alles gut, ne? Mach das und fertig. Lass weiterlaufen. Und dann geht's, ne? Und dann gab's ja diesen Stuhl zum Angeln, oder? War das Werkzeug? Warte, jetzt bin ich hier wieder weg. Das ist es hier, ne? Fishing Set. Ich wollte zwei machen, ne? Und da hätte ich dann die Shift-Taste drücken müssen, ne? So, Fishing Set läuft auch, ne? Gucken wir uns mal an. Gut, und der Stein, den muss man natürlich dann neu machen, ne? Ja, guck mal, hier unten war auch die Erde, ne? Muss man nur wissen, wo, ne? Alles klar. Können wir mal gucken, ob die Erde funktioniert. Könnte ja sein, dass das vielleicht geht, oder? Aber um die zu produzieren, brauchst du was. Flutblocker. Mud or Spider Red for Goblin. Oh Gott, Herr Jemine. Aber Mud wäre da und das Rest könnte es sogar auch geben, ne? Erste Stuhl ist da. Make them happy and must be near water. Okay, das haben wir, ne? So. Jetzt müssen wir nur die Aufgabe des Fischens natürlich auch, glaube ich, auswählen, damit da was passiert, ne? Hier beim Essen brauchen wir Gather. Set the minimum stock you want. Das war einmal, glaube ich, ne? Machen wir zwei Fische, ne? Okay, der erste geht schon angeln, cool. So, und da ist Happiness. Kann man das sehen? Nicht wirklich, ne? Happiness 100 hat er schon. Ja, dann hätte er auch gar nicht angeln gehen brauchen, ne? Er ist nur 95. Er ist total glücklich. Naja, ist nicht schlimm, das läuft, ne? Was haben wir denn hier? Dann 75. Gut, läuft. Und wenn wir dann das schon haben, dann lass uns doch mal gerade hier einen Kochtopf gucken. Dann muss es doch auch eine Fischsuppe oder sowas geben, ne? Ne, da ist das nicht. Ach, hier oben ist gegrillter Fisch bestimmt, ne? Da unten ist er. Cooked Fish. Ach so, der ging schon, okay. Mhm. Lass uns da mal einen Vorrat anlegen. Und da können wir dann nachher mal zwei, dann lass uns da Dreier machen. Gut, dann passt das. Lass mal das ausmachen, ne? Dann geht das auch wieder weg. Gut, Fische angeln macht er da. Zweiter Platz ist da auch noch frei. Können auch noch mehr dahin machen, wenn wir wollen. Aber momentan würde ich das erstmal so lassen. Vielleicht sieht man ja auch mal, dass er einen an der Angel hat. Weiß ich nicht. Oder liegen die daneben? Keine Ahnung. Muss man dann mal gucken, ne? Naja. Okay, dann läuft das erstmal. Da liegt jetzt ein Fisch neben, ne? Rawfish. Und da sitzt sich der nächste hin und angelt. Der hat aber auch Happiness 100. Auch cool. Die sind so happy, die brauchen gar nicht angeln gehen eigentlich. Ach, guck mal, hier sind ganz viele drin, die nichts zu tun haben, ne? Faule Hunde. Ja, müssen wir mal gucken. Wie weit ist denn das hier jetzt mit dem Dingens hier? Das ist zu. Das ist auch zu. Zweite Runde.
Ach, da. Da fehlt noch einer. Steine waren da, ne? Ja. Dort, dort. Nee, dort nicht. Ein tiefer. Da, da, da. Und da. Und die beiden auf jeden Fall dahin. Und die können wir auf jeden Fall auch machen, weil wir hier schon eine Treppe haben, ne? Sollte funktionieren. Gut, das Huhn läuft noch, also muss wohl alles passend sein. Ist die Frage, wo man hier lang gehen kann. Oder auch nicht lang gehen kann. Dann machen wir jetzt hier noch eine Treppe drauf. Da müssen wir dahin. Noch ein zurück. Und waren die bei Fenster oder bei Werkzeug? Ich glaube bei Werkzeug, genau, passt. Gut, das ist richtig. Ist die Frage, wie weit die hier sind. Okay, da muss glaube ich noch ein Stein drauf. Wieder zurück. Nochmal zurück. Mauern, Mauern. Da, da. Und das ist alles passend. Hier kann man glaube ich auch nicht rüber. Hier da müsste es so sein, dass man da hin kann. Deswegen muss da noch einer hin. Und das gleiche gilt für den. Und dann... Ah, jetzt muss da auch noch einer hin. Der muss nachher auch noch doppelt. Und hier kann auf jeden Fall das ganze Stück, so wie ich sehe, doppelt, ne? Gut, läuft erstmal. Hier definitiv auch doppelt. Zack, mach mal so. Und das muss man sich dann genauer angucken, wie es dann da weitergeht. Aber das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.